Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Naja... Jump Force. Aber wie es aussieht, habt ihr das auch, dass ihr bei Ryo Seba ab diesem Teil der Story das hier nicht machen könnt, ihn ansprechen, dann speichert er nur. Naja gut, ich würde da ganz gerne mal was versuchen und zwar... Ein schwarzes Brett. Ach so. Dann gehen wir jetzt mal auf Spiel verlassen. Weil es kann ja nicht angehen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Das ist irgendwie ultra komisch. Deswegen gucken wir das nochmal so an. Ja, im letzten Part habe ich euch ein bisschen informiert über die neuen Sachen, die rauskommen könnten, eventuell laut Dataminer. Und ich habe euch gesagt, dass das Spiel noch ein unfertiges Spiel ist. Warum? Weil, wie gesagt, man kann die Gegner nicht in einer Arena, zum Beispiel eben, wenn wir in Naruto spielen würden, in Konoha kämpfen würden, dass wir dann nicht zum Beispiel vom Anfang vom Konoha-Tor kämpfen und dann nicht sie, sagen wir jetzt mal, auf den Hokage-Turm klatschen können und dann da weiterkämpfen. Geht leider nicht, warum auch immer. Haben sie vergessen rein zu implementieren. Und eigentlich sollte man die Endfiguren nach der Story spielen können. Aber nein, können wir nicht. Ah, war doch ein Bug, Freunde. Das heißt, geht los, Freunde. Wir müssen die Welt so schnell wie möglich retten. Das ist mir schon klar. Warum so überrascht? Da draußen gibt es etliche schöne Frauen, die unter den Venus zu leiden haben. Und es ist meine Aufgabe, so viele von ihnen zu retten, wie ich kann. Meister, wir haben noch mehr Venus aufgespürt. Diesmal in Paris. Jetzt bin ich dran, Sunny. Du kommst mit. Eine Horde hübscher Pariserin wartet darauf, von uns gerettet zu werden. Ja, dann sind es sicher noch Männer, ne? Ha, ha, ha. Ich hoffe es für ihn. Der olle schwere Nöter. Pariserin, ist klar. Wo seid ihr, Mesbels, Parisiens? Oh Mann. Ja, ist mir auch aufgefallen. Hier ist nicht nur keine Spur von Venom, sondern auch von niemandem sonst. Könnte das eine Falle sein? So hilft mir doch jemand. Sunny, da drüben, schnell. Okay, interessant. Und wer ist es? Wo könnte sie sein? Die Stimme kam von hier irgendwo. Ah, Hancock. Ja, sieht so aus, als war es eine Falle. Nicht nur das, jemand hat diese Falle nur für mich gelegt. Ryo Seba, Freund aller hübschen Frauen. Ja, genau. Nur wir haben jetzt keine Zeit, um da mit dir zu spielen, ne? Wir müssen da abgehen. Deswegen nehme ich dich jetzt mal nicht. Da bin ich das mal auf meine Art und Weise. Hast du jetzt nicht gemacht, du dumme Kute. Hey, Alte. So. So. Willst du mich komplett rollen? So. Pistole Kiss? Alles klar. Wir füllen direkt ganz auf. Oder fast. Ah!
Komm, machen wir mal. Scheiße, wa? Gut. Aber ich weiß, warum die Figuren hier keine roten Augen haben, ne? Das hätte dann ein bisschen zu viel Hauch von Xenoverse, weil ihr wisst, dass sie während des Kampfes teilweise eben auch rote Augen haben. Und das ist dann die böse Form, die kann man ja auch nachträglich dann spielen, ne? Also ist ja nicht so, dass es dann nicht geht. Und dann haben sie auch eine spezielle Aura drumherum, die einen verhindert, dass man irgendwelche Angriffe drauf starten können, also so Ki-Attacken. Habe ich bei Broly zum Beispiel auch schon gemerkt. Von daher, jo. Das war ein lustiges Date. Was, ein lustiges Date? Es war erbärmlich, wie ich in diese Falle getappt bin. Komm schon, seid nicht so hart zu mir. Das nächste Mal passe ich besser auf. Ah, Hilfe! Was, braucht etwa noch eine Dame meine Hilfe? Bin unterwegs, Schätzchen. Oh Gott. So viel dazu, ne? Der rennt jetzt einfach von A nach B, ne? Kann man ja mal machen, wa? Ich glaube, das war's jetzt gerade schon, ne, Freunde? Ja. Das heißt, let's go zu der nächsten Mission. Zusätzliche Mission. Ah, Grenzenbrecher Level 60. Ja, moin. Müssen wir machen. Dann können wir über Level 60 hoch. Wird lustig. Ja, gut. Wir nehmen jetzt einfach Ichigo mit. Ich hoffe, ich bekomme auch einigermaßen XP dazu. So. Nice. Was ich mit euch heute noch rausprobieren möchte, so wenn ich das nicht schon habe, ist Profi-Levelaufstieg. Weil vielleicht bekommen wir heute noch ein bisschen mehr. No. Macht die gerade nicht wirklich, ne? Dumme Pute, Mann. Geh weg. Sorry. Da kannst du nichts machen. NPC. Oh Mann. Sorry, deine Ulti ist verbraten. Ist klar. Du willst es ja unbedingt so, ne? Naruto.
Und jetzt sieht man auch gerade, wie viel Leben das schon vorher abzieht. Das zieht unglaublich viel ab. Haha. Und ihr seht die Kugeln da, die ich im letzten Part angesprochen habe. Also habe. Normalerweise hätte man den erst nach dem Krieg. Und ja, wie gesagt, ich mache es gerade safe. Dann habe ich vielleicht noch einen S-Rang. Muss den Scheiß nie wieder machen. Und jetzt kann ich es beenden. Ja, in mir steckt um einiges mehr, ne? 7500 EP. Ja, hallo. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber das tat sich ja weh, ne? S-Rang. Ha. Ist ja nice. Stärkungsträne. Wo ist Ruffy? Wer soll der Anführer sein? Euer Ernst? Wollt ihr mich komplett rollen? Nimm deine Liebe zurück. Hier. Machen wir zuerst die Blauen. Wollt ihr mich komplett rollen? Das ist ja wieder eine Stundenaufgabe. Also, WTF. Oh my goodness. Man kann's ja übertreiben. Oh Gott. Was? Bevor die Venoms hier aufgetaucht sind, war die Stadt lebendiger. Ich meine, dieser Ort erinnert mich an eine Stadt mit einer eigenen Welt. Und da habe ich mich plötzlich erinnert. Weißt du, du könntest auch mal was über deine Welt erzählen. Ich meine, du musst natürlich nicht oder so, es ist nur... Du siehst aus, als würdest du an eine alte Freundin oder so denken. Meine Welt wurde vernichtet, lange bevor die Venoms auftauchten. Aufgrund eines törichten Krieges haben wir alles verloren. Alles, was jetzt noch bleibt, ist eine Welt voller Armut und Gewalt. Und ja, es gab da mal eine Frau, die mir etwas bedeutete. Einen Lehrer, den ich verehrt, und einen Rivalen, den ich respektiert habe. Aber jetzt sind alle fort. Was für eine Welt. Ich glaube, da braucht jemand die Dragon Balls, Mann. So. Du bist ja eine richtige Stimmungskanone, was? Kommt schon, ihr verfluchten Venoms. Sein einziger Lebenssinn ist wohl nur noch zu kämpfen, wa? Das ist auch nicht gerade nice. So. Let's try it, Freunde. Ja, Saeba, ich kann jetzt wieder mit dir ein bisschen rumgammeln. Weißt du, was du kannst, kann ich auch. Zwar nicht immer, aber... Oh nee, ich hab vergessen, dass die jetzt schon... Ja,
Hallo. Er ist viel zu langsam, der Nahkämpfkollege da. Willst du mich komplett rollen? Hat ja fast gar nichts abgezogen. Also der Charakter ist schon cool, aber wenn er mal in den Nahkampf gezwungen wird, ist er direkt useless. Ja. Direkt. Gar keine Frage. Ah, sie haben etwas an den Ladezeiten gedreht. Die gehen nicht mehr so lange. Endlich. So ist es richtig. Du weißt, dich zu behaupten. Diese Welt ist nur noch die Was? Diese Welt ist noch nicht komplett verloren. Nicht so wie meine. Und deshalb werde ich nicht ruhen, bis alle Venus besiegt sind. Du solltest in deine eigene Welt zurückkehren. Dort gibt es sicher eine Frau, die auf dich wartet. Dafür ist es noch zu früh. Erst wenn alle Venus vernichtet wurden. Ich kann dich gut verstehen. Nun dann, beeilen wir uns und bringen es zu Ende. Klar. Danke an die Entwickler von Bandai Namco, dass ihr die Ladezeiten ein bisschen verkürzt habt. Klar, das sind immer wieder Ladezeiten, die hier gerade auftauchen, aber normalerweise dürfte ich hier um die 30 Sekunden oder so labern, bevor es weitergeht, aber gut, jetzt gerade nicht. Die fliegende Schule. Inwiefern fliegende Schule? WTF? Wollen die mich gerade komplett verarschen? Okay, alle zugehört. Zeit für eine Unterrichtsstunde. Unterrichtsstunde jetzt? Wir haben keine Zeit für sowas, wenn alle Welten in Gefahr sind. Hey, ihr zwei, während meiner Lektion wird nicht gequatscht. Die aktuelle Lage ist genau der Grund, warum ihr eine Lektion braucht. Man sollte nie seine Ausbildung vernachlässigen. Egal wie die Lage aussieht. Kakashi. Kann ich nach Hause gehen? Ich bin nicht so der Denker. Na toll, noch ein Versager, der uns nur aufhält. Wie? Hast du was gesagt, Blödmann? Also, ich hätte gegen ein paar Lektionen nichts einzuwenden. Das wollte ich hören, Deku. Mieser Verräter. Okay, fangen wir an. Wir haben einige Venus gesichtet. Bitte begebt euch umgehend zum Matterhorn. Damit wäre die Stunde wohl beendet. Alles klar. Ja, Matterhorn. Aber glaub mal nicht, Yusuke, dass du mir so davonkommst. Ich habe gehört, du schwänzt gerne das Training. Was redest du da? Wenn es um Kämpfe geht, kenne ich schon alle Kniffe. Ach ja? Oha, eine Kopie von mir? Ha. Aber das ist eine gute Gelegenheit. Ich will, dass ihr drei Yusuke, Boruto und Sasuke alleine gegen sie antretet. Was? Ich soll mit Sasuke kämpfen? Ich brauche keine Hilfe. Sag das nicht. Was ist mit mir? Während dieser Lektion solltest du nur zusehen, um etwas zu lernen. Okay, dann werde ich Ihnen genau zugucken. Alles klar, viel Erfolg, Jungs. Packen wir es an. Klar. Also, ich werde definitiv mit Sasuke antreten. Definitiv. Alle anderen sind nicht in meiner Liga, die ich brauche. Mit denen komme ich einfach nicht klar.
Hallo. Und er muss natürlich der Letzte sein, wa? Habt ihr jetzt nicht gerade gemacht, wa? Okay. Wie du mich besiegen könntest, Kollege. Kleiner Lausebub, du. Geh mir nicht auf den Sack. Gute Arbeit. Allerdings habt ihr noch immer Dinge, an denen ihr arbeiten müsst. Zum Beispiel an euer Teamwork und eurer Effizienz. Und deswegen müsst ihr trainieren und lernen, jeden Tag ein klein wenig mehr. Also willst du, dass wir fleißiger sind, um noch stärker zu werden? Nein, nicht ganz. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Warum denn? Ihr drei seid immer noch jung und habt euer ganzen Leben vor euch. Ihr solltet sie nicht mit Kämpfen vergeuden. Sobald dieser Kampf zu Ende ist, müsst ihr euer Leben genießen. Und deswegen müsst ihr jetzt fleißig sein und lernen. Wenn wir zur Basis zurückkehren, möchte ich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Kann ich mit euch rechnen? Alles klar, ich bin schon weg. Oh Mann. Wenn die meinen. Ach, herrje. Da haben wir zwar noch ein paar, aber ich hätte jetzt ganz gern das Level-Training hier. Weil ich meine, gegen Level 100 da. Ja, moin. Ich will mal gucken, wie viel das gibt, sofern ich den killen kann. No. Oh ne, Blackbeard. Ja gut, das ist das Beste, was mir passieren kann. Weil, wenn Blackbeard kommt, kann ich ihn einfach nur so ausschalten. Aber ich bin jetzt gut 40 Level drunter. Ja, moin. Sogar über Level 40. Level. Oh, shit. Ja, klar. Ja, danke. Nein. Ich dachte, du wechselst wirklich. Das zieht ja praktisch gar nichts ab. Oder doch. Zieht schon einiges ab.
Gut, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Das weniger. Gut, nicht mal das kommt durch. Sorry, Vegeta, aber nein, heute nicht. So. Das sollte reichen, wa? Au. Nein. Oh, verdammt. Nein. Ja, klar. Immerhin. Das ist schon heftig, was die da auffahren, wa? Ist klar. Ja. Du Scheißzeit, gehst mir nicht auf den Sack, Das war sowas von haarknapp, Fünf von... Ja, moin! Das nenne ich ja mal Level-Up-Grinding, Ja, definitiv Level-Up-Grinding. Zwei Level instant. So könnte man eigentlich weitermachen, bis ich auf Level 60 bin. Nur in A-Rang, aber das ist schon heftig dafür, dass wir eigentlich viel zu underlevelt sind. An vorderster Front. Okay. Ja. Fangen wir heute noch mit den, Missionen hier. Ich möchte mal gucken, wie die aufgebaut sind. Und dann machen wir im nächsten Part die restlichen Kollegen da. Twitch, wer ist denn jetzt schon auf Twitch aktiv? Von denen, die ich abonniert habe. Jasmo, okay. Mit Atem. Interessiert mich herzlich wenig. Hä? Das sind einfach Kämpfe, oder wie? Das war's, Kollege. Das war jetzt dumm von mir. Oh Gott, nee, oder? Nee. Willst du mich komplett rollen? Oh.
dein eigenes Jutsu oder keine Ahnung, deine eigene Technik gegen dich verwendet. Okay, nice. Ja, wahrscheinlich werde ich erst Level 60 weitermachen, weil ich glaube nicht, dass ich damit schon auf Level 60 komme, weil unglaubwürdig in meinen Augen, aber gut. Aber ich freue mich echt, dass ich hier einen A-Rang von gehabt habe und dass ich hier eigentlich so gut abschneide. Warte mal, bei schweren Missionen gab es da noch irgendwas? Ja. Fertigkeit Trunks und Gaara. Was gibt's da? Sand Tsunami und finaler Impact. Schimmer Schwertattacke, Hitzelkuppelangriff. Okay. In 50 Sekunden machen wir noch gerade direkt. Also, let's try it. Wahrscheinlich ist es dann so, dass wir, wenn wir wieder auf Level, kurz vor Level 80 sind, also so 75, dann werden wir die 80er-Mission machen können, damit wir auf 100 können. Ist klar. Du entkommst mir nicht, ich kann auch ganz normal kämpfen. Aber wenn ich nicht muss, dann... So, für den nächsten Kampf bin ich schon vorbereitet. So. Das war's. Oder soll ich die ganzen Deppen offscreen legen, weil es kommt weder Story noch sonst irgendwas, man muss sie nur besiegen, wenn nicht. An sich nicht gerade geil. Klar, es sind coole Kämpfe und so, aber an sich bringt es sowieso nichts so. Schimmer, Schwertattacke und finaler Impact. Habe ich mir den nicht schon gegönnt? Keine Ahnung. Ist der jetzt wenigstens ausgegraut? Nö. Aber ich glaube, den Impact habe ich mir schon gegönnt.
Oh nee. Wollte mich komplett rollen. Das wird ja jetzt unglaublich kacke, ne? Ja, klar. So. Der weiß, was ihm blüht, wa? So. So, das war's. Mit dem. Und jetzt können wir direkt weitermachen. Ja. Und jetzt? Wie die NPC einfach nichts gegen das haben, Mann. Oh. Okay. Dann ist das jetzt das Ende. Tja, und den Rest mache ich wahrscheinlich einfach offscreen, weil ich natürlich noch um einiges besser werden muss und so. Sonst läuft da gar nichts. Tja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Was ein B? WTF? Warum ein B? Ist mir auch egal. Hauptsache, wir sind einen Schritt weiter. Aber wir haben gar keine Technik von Gaara bekommen. Das ist ein bisschen grauselig. Wir haben ja... Höchstens was? Runde höchstens 50 Sekunden. Die Runde in höchstens 50 Sekunden. Okay, interessant. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gerade nicht so wichtig. Wir haben da noch andere Sachen, die wir machen müssen, wie Aufwertung oder Fertigkeitenmodulation. Und natürlich das Training hier noch erweitern. Die sind sowieso alle nur Level 100. Ah, von denen gibt es nur eins jeweils. Okay. Ha. Mit mindestens 100 Treffern. Ja, moin! Welchen Move macht über 100? Ich weiß es auch nicht. Sasukes Technik macht gerade mal 85. Meine um die 76.
Ich bin überfragt, Freunde. Ist ja auch egal. Wir kriegen hier sowieso, je nachdem, nicht wirklich was Gescheites. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.